Liebe Freunde, einen schönen dritten Advent wünsche ich euch. Der Advent ist eine Bußzeit, eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und in diese Bußzeit fiel eine politische Nachricht, die mich so am Rande erreichte, die mich sehr geschockt hat. Es ging darum, dass sich am Mittwoch, glaube ich, Vertreter der Union, der SPD, der FDP, der Grünen und der Linken, also aller Bundestagsfraktionen außer der AfD, zu einem interfraktionellen Treffen zusammengefunden haben, um einen gemeinsamen Antrag auszuarbeiten, der mit Paragraph 219a des Strafgesetzbuches, das ist das Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbruch, gestrichen wird. Und ich glaube, gerade in dieser Adventszeit, wo wir uns ja auf die Ankunft eines Kindes freuen und vorbereiten, ist es ganz wichtig, nochmal darzustellen, Leben beginnt ganz von Anfang an. Leben beginnt von der Befruchtung. Und es ist auch schön, Kinder in dieser Welt willkommen zu heißen und zu haben. Es ist keine Belastung, es ist keine Bürde, es ist vor allem schön. Und deswegen habe ich euch heute das Weihnachtslied »Ihr Kinderlein, kommet« mitgebracht. Denn natürlich, so anstrengend Kinder sind, so belastend sie tatsächlich finanziell und organisatorisch und nervlich sein können. Dieses Lied stellt heraus, wie schön es ist, Kinder zu haben, Kinder zu sein, Kinder herbeizurufen. Und deswegen singe ich euch das jetzt einfach mal zum dritten Advent. Ihr Kinderlein, kommet. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall, und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner und holder als Engel es sind. Einen schönen dritten Advent wünsche ich Ihnen.